Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu La Romantica, Le Leidenschaft, Le Temperamenta. Ja, ich darf euch begrüßen und zwar habe ich gerade alles gesagt, wozu? Wir spielen heute Talon. Also eigentlich keiner, ich wusste nicht, was ich spielen sollte. Dann habe ich einfach Talon gepickt, Leute. Ja, wir spielen gegen Zed. Das Matchup Talon gegen Zed. Talon, Zed, Zed, Talon. Ist so ein Matchup. Ja, das war so dieses so Erzfeinde, so richtig Erzfeinde-Matchup. Zed gegen Talon, ne? So wie Quallen gegen Fische, Steine gegen Sand, Topf und Deckel, Amerika und Uganda. So, the jumping point here ist, wir spielen diesmal ganz normalen Talon, ja? Mit Mana, Flow, Band. Okay. Okay. Mana Flow Band soll es also sein. Vielleicht ist es broken. Also ich hatte die Runde eigentlich gewechselt, aber gut, dann fangen wir direkt mal an, Mana Flow zu stacken. Und Mana Flow. Wow, es ist Mana Flow so broken that I won the lane right after the first W. W. Ja, ansonsten das Matchup, also grundsätzlich, oh, ich habe meinen Chat nicht. Ja, und noch ein Auto-Tag. Bam. Und noch ein. Bam. Ja, war ein guter Trade, war ein guter Trade. Also grundsätzlich würde ich behaupten, ja, Talon wurde so oft genervt, vor allem auch jetzt neulich wieder, dass Zed hier definitiv die bessere Wahl ist. Also, wir müssen also unseren puren Skill benutzen, um diese Lane zu gewinnen. Ja. Durch Mana Flow ist vielleicht gar nicht so schlecht, dadurch können wir uns mehr heilen und so. Mal gucken. Aber definitiv keine Rune, die ich empfehlen würde. Außer stellt sich raus, dass sie doch Beyond Broken ist. Zack. So. Guti, 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 guti. Okay. Also ich würde ihn natürlich gerne engagieren. Er hat Conqueror dabei. Er spielt auch ein bisschen anders. Also Conqueror-Set, glaube, naja, also in der Lane ist man deutlich schwächer, weil mit einer W-E-Double-Q kann man halt Electrocute procken und das geht mit Conqueror nicht. Aber, ja, mal gucken. Gut, beide Level 3. Hier oben ist Accent Aigu. Ich wäre da, aber passt auf. Ah, oh, shit. Okay, er hat gewartet. Da oben ist Udyr. Guten Tag. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, Leute. Wo ist Violence? Why? Ah! Why? Hä? Hä? Also, ich fasse zusammen. Wir gehen zusammen in den Fluss, um die Sicherheit im Fluss darzustellen. Um Udyr zu catchen. Oder vielleicht, um Taunty zu saven. Wir sehen, dass Udyr nach oben geht und Garen bedroht, der darauf auch gestorben ist. Das heißt, meine Intention ist, oben zu helfen. Sehe aber, dass Zed da ist. Was macht Vi? Sie geht farmen im Wald. Also, Sacramento no more, das akzeptiere ich nicht. Der Zed hat natürlich auch, ne, nicht meine Double W eingesammelt und dadurch hat er mich einfach outtraded, was nicht so geil ist. Ist überhaupt nicht geil, akzeptiere ich, muss ich akzeptieren, bin aber kein Freund. Hier wird ein Fuck you geschrieben. Wurde ihr was geklaut oder so? Oder was ist das hier für ein Fuck you? Okay, wir haben aber einen kleinen Item-Advantage tatsächlich. Er hat XP-Advantage, wir haben Item-Advantage. Können wir vielleicht nutzen. Möglicherweise. Das heißt, er hat keine W-Grad mehr. Wir können auf ihn, aber das jetzt haben wir wieder Zed, ne? Habe ich euch ja erzählt. Der steht einfach hinten und farmt. Ne? Ist nicht so geil. Udyr ist auf der unteren Seite, deswegen warten wir mal hier. Haha, Kanone verloren. Kanone viel, Mann. Oh, da hat jemand hier Reddit reingespammt. Babidi-Bubidi-Babidi-Bu. Die haben den Läufer im Team. Udyr müssen wir auch mal wieder spielen. Der Udyr. Udyrium Leviosa. Gut, pushen wir? Ja, nein, vielleicht. Wir sollen ein bisschen poken vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, jetzt kommt nochmal seine Q. Da ist sie. Ja, wir können ihn aber jetzt so ein bisschen freezen. Jetzt kann er die nicht mehr einsammeln. Er hat, ja, okay, noch eine Q, aber ne, die, ja, ne, kriegt den, hier kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Ist meiner. Hat er nicht bekommen. Und wir könnten jetzt, wenn er shoppen gehen will, freezen. Wir freezen jetzt. Hier wird gefreezed. Autsch, 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 autsch. Wupp. Ja, eigentlich muss er auch gar nicht back. Ich meine, okay, ich habe immer noch einen kleinen Item-Advantage, aber er wird vor mir Level 6, wenn das so bleibt. Shit. Ja. Kriegen ja auch nicht alle Minions tatsächlich. Naja, ist natürlich sehr gangbar, aber wir haben herausgefunden, wir sollten nicht auf unseren Jungler zählen. Der ist nämlich ein bisschen nicht on fire. Und hier haben wir auch den großen Nachteil einfach. Talon wurde jetzt sehr oft genervt, auch was die Q angeht. Die heilt weniger, kostet mehr Mana. Und Zed braucht einfach, er ist ein Fernkämpfer, der kein Mana braucht.
Er steht einfach nonstop hinten und farmt mit seiner Q. Und das ist auf lange Sicht einfach ein massiver Nachteil. Er wird vor mir Level 6 jetzt bald schon. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir shoppen kommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich hier 6 wird. Deswegen ist das gefährlich. Ja. Komm, lass mich rüber, bitte. Naja. Ja, bei! Bei! Du hast sogar gepickt, dass du kommst. Aber sie kommt nicht. Sacramento nochmal. Die Chance, dass ich hier sterbe, ist deutlich höher, als dass er stirbt. Die einzige Chance ist jetzt Vi und ich werde dann keine... Wieso... Oh, die haben schon Auto-Drag, der heilt sich. Jetzt! Do it! Ja! Ich habe leider keine Assist bekommen, aber ich meine, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Er ist tot und dadurch kann ich jetzt noch eine Wave nehmen. Wir müssen aber auf den Läufer aufpassen, haben aber die Ultimate. Aber kein Mana. Ja, ist natürlich... naja. Naja. Naja, wir haben aber mehr Farm als er. Das ist okay, das akzeptiere ich. So, Items. Tiamat? Oh, nee, in dem Matchup... In dem Matchup geht's wirklich... Ich würde sogar roam vielleicht. Na, deswegen... Eine Rüstung? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, die haben so viele. Wir machen Ninja-Darbys, Leute. Der smarte Spieler kauft den Pullover. Oder ist es ein T-Shirt? Ist ein T-Shirt, ein Tanktop. Ein schönes Tanktop. Ich würde aber braune Tanktops nicht empfehlen. Gibt's diese? Ich hatte noch nie ein braunes Tanktop, glaube ich, gesehen. Brown. Ja, die haben 1, 2, 3. Die sind Full-AD. Einfach Amor stacken, Leute. Stack Amore. Amore. Da sind wir wieder beim Thema Leidenshaft. So, er hat keine Ult. Wir haben Ult. Vorteil, Hashtag Vorteil. Hashtag, zu viele Minions. Hier, nimm das. Wir müssen auch immer noch Mana Flow stacken. Also Tiamat ist cool, aber hier in dem Matchup geht es halt wirklich darum, wer den anderen tötet. Und da brauchen wir allen Damage. Oder wir gehen Tiamat und Rom, aber ich würde ihn schon töten wollen. I think. So, Mana Flow brauchen wir. Ich meine, wenn es voll ist, dann ist es voll, ne? Weil wenn es leer ist, wäre es halt leer. Aber es ist halt nicht leer, weil es ist... Oh, das war knapp. So, Warten mal, bis er irgendwas macht. Seine W wirft. Wir würden natürlich auch räumen vielleicht. Eine schöne Röllengebühr auf die Toplane. Vielleicht räumen wir einfach. Scheiß aufs Ad, komm. Jetzt Toplane. Da. Le. Lu. Z folgt auch, aber wir sind vorher da. Go, 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 go. Sie wird mich stunnen. Zell, Garen! Die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Ja, da sehen wir natürlich das komplexe Garen-Design. So, was Z jetzt machen wird, ist hier warten. Oder mir entgegenlaufen, was dumm wäre. Er wird hier warten. Und deswegen gehen wir hier lang. Das Gute ist, er hat mir keine Platten weggenommen. Er wartet, dass ich da bin, bin ich aber nicht. Wahrscheinlich hat Riven da auch gepinkt, deswegen kommt die gerade aus dem Fluss. Vielleicht geht Zed sogar gerade nach oben jetzt, ja. Aber Leute, das sieht man, das weiß man. Das hätte man wissen können. Wenn Garen jetzt stirbt, dann... Also, ja, der ist... Ne, der über... Ja. Bleibt auch noch neben dem Ding stehen, sodass er noch die Ehren sammelt. Also, ja, Leute. Sorry. Ich schreibe aber no problem. Also, ja, ich hätte vielleicht auch noch pinken können. Ich hab's ja gesagt, dass das wahrscheinlich passieren wird. Wobei es dann auch schon ein bisschen spät war, aber... Ja, ich meine, er ist nicht in der Mitte und er war im Fluss, so. Das ist das Einzige, was er machen kann. Aber ist okay. Also, nee, es ist nicht okay. Es ist sehr unokay. Können wir ihn vielleicht einfach mal töten jetzt? Wir brauchen Ignite, dann bringen wir ihn um. Das ist halt jetzt der Punkt. Er hat oben geult und hat jetzt keine Ultimate mehr. Meint ihr, ich kann ihn direkt töten? Ich probier's, Leute. Let's go. Ich probier's. Let's go. Nice. Ne? Und dann, damit sind wir wieder im Dill. Damit sind wir wieder im Dill. Das ist fein. Wir müssen eigentlich aufpassen, der, genau der. Aber das ist ja nicht schlimm, weil er ist der Läufer und ich bin der Springer. Haha, Schach. Du bist der Läufer, ich bin der Springer. Tschüss. Ja, jetzt denkt er, er könnte hier oben warten. Aber ach komm, ich bleibe einfach hier. Oder er kommt runter und dann gehe ich hoch. Weil ich bin der Springer. So, dann machen wir mal eben die Ninja-Darbys, die guten. Weil, Leute, wer mehr Damage aushält, der kann mehr Damage machen. Tank-Design, wissen wir doch alle. Le Tank de Le Fromage. Le Fromage, der malt den Ocean Drake. Was kommt jetzt erst? Erde, bläh, Erde, gar keinen Bock. Jetzt ist natürlich der Jumping Point, dass er wieder die Ultimate vor mir ready hat, ne? Und Ignite auch. Müssen ein bisschen aufpassen jetzt, ein bisschen. Vor allem Violencia wird sterben, die ist auf jeden Fall tot. Ja, ja, hat ja gar keine Chance. Vi hat auch überhaupt keine Items. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich glaube, sie war einfach seit 100 Jahren nicht mehr shoppen, was natürlich gigabad ist. You had no items. Sie hat halt einfach sie beschwert. Guck mal, sie hat jetzt in einem Zug das Item komplett gekauft. Das war gigabad. Weil sie die ganze Zeit mit halben Items gejungelt hat. Sie hätte einmal shoppen gehen können und hätte viel schneller gejungelt. Ihr Jungle Speed wäre mal 1000 gewesen. Hätte sie Items gekauft. Deswegen hat sie, ich meine, Udi ist sowieso schnell im Jungle, aber deswegen hat sie auch so wenig Farm. Weil sie einfach nicht shoppen war. Okay. Was ist hier der Plan? Erstmal eine W.
Und dann Q. Und dann machen wir so. Ja, das ist Ult für Ult. Hätte ich die Passive noch ausgelöst, wäre nice. Oh, whoop. Oh. Ja, okay, da hat er mich nochmal gegettet. Ist natürlich nicht so geil, aber... Ja, das Leben ist hart, was soll man sagen. No super Priprano. Wir kriegen die zwar nicht, aber wenigstens ein bisschen XP. Kommt der nochmal? Naja, ich glaube nicht. Ja, war Don. Aber, guck, er hat auch einen Pullover gekauft. Ninja Tabi sind jetzt auch nicht so gut gegen Zed, weil er jetzt nicht so viel Autotext macht, aber schon. Und es lohnt halt gegen alle und wir haben mehr Movement Speed und alles. Ich würde sagen, wir gucken auch, dass wir hier schon mal das Ding kaufen. Damit können wir nachher Tiamat bauen. Ich denke, Tiamat wäre schon nett. Ihr macht gerade nicht Dragon, ja? Leute, weil wir haben überhaupt... Ja, das war gut, das war schön. Wedo, richtig schön, richtig Wedo. Leute, allerdings habt ihr einen Gigantus. Zed hat keine... Zed now air. Aber ja, mistige Made. Ja, ich muss halt back, da... Das ist halt so. Ja, nice for SS, Leute. Guck mal, weißt du? Ihr könnt auch selber, jeder hat seine eigene Karte. Man kann auch die Karte nutzen. Ich meine, aber gut. Ne, wir werden da... Ne, wir sind ja nicht so einer. Wir lassen uns da... Wir, hier ist das nicht so ein Joke? Do you need a map? Ist das nicht so ein Joke von Ezreal? Oder so, so, I don't need a map oder so. Wir können ihn aber jetzt wieder eventuell töten, gleich. Ist genau die, das ist the same scenario as gerade eben. Stopp. Nice. Damit sind wir wieder even. Guck mal, jetzt chattet der uns zu oder irgendwas und schreibt, ich würde nicht roam, ich war schon Top-Lane. Das sind ADKs, die sind einfach gesalzen. Wir müssen jetzt, wir müssen die Liebe walten lassen. Wir schreiben ihm jetzt irgendein, irgendwas Nettes, was sein Herz erwärmen lässt. My tomatoes are very red. So. Immer diese Tilter, Leute, geht ja gar nicht, du. Geht ja nicht. Mir fehlt leider noch 80er für Draktar. Ne, haben wir sogar. Ne, meinte ich, nehme alles zurück. Müssen aber hier, damit ich wenigstens sehe, falls dann Dings kommt. Ne, das ist so dieses... Er hat eine Sache im Spiel gesehen, der Ezreal. Eine einzige. Und beurteilt dadurch das ganze Game. Er hat einmal gesehen, dass ich Base war. Das hat er nicht mehr gesehen, wahrscheinlich. Nur, dass Zed unten war. Und sagt deswegen, dass ich noch nie... Ich habe jetzt nicht ultra viel geroamt, aber das Matchup... Er hat jetzt auch nicht so viel geroamt. Er hat einmal mehr geroamt als ich, so ist es nicht. Außerdem, naja. Ja, okay. Shit, wieso geht die kaputt? Er hat natürlich jetzt da unten gerade 1000 Kills bekommen. Das ist nicht geil, aber... Ich denke, wir machen das schon, Leute. Das könnte sein, dass er jetzt gerade nach oben geht, deswegen müssen wir jetzt auch schnell nach oben. Lauf, Talon, lauf! Garen! Wieso kämpft er gegen Udi? Udi ist ein Monster! Sieht aber nicht schlecht aus. Udi ist der Läufer. Er ist nicht der Springer, der ich bin, der ich bin nicht, nämlich. Kann er sich heilen? Ja, kann er. Können wir ihn töten? Ja, vielleicht. Zed geht da super deep. Die Frage ist, gehen wir für Zed oder gehen wir für Udyr? Later! Ja, hier, ich hab geroamt! So, seid ihr jetzt glücklich? Ich hoffe. Da ist immer noch Zed. Leute, er ist tot. Wer kommt denn da jetzt? Hä? Riven? Ja, was will sie jetzt? Was will sie jetzt machen? Ich farm einfach hier. Ich meine, was will sie machen, Leute, 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 Leute. Ich gehe wieder shoppen. Ich bin nämlich der shoppende Läufer. Bap, bap. Springer, meine ich. Springer. Du brichst mich nicht ab. Hä, die fightet hier wirklich? Ist die komplett gestört? Die hat wohl gedacht, dass ich backporte. I'm Dolly Jumper. Schmboa. Ne, man muss die Leute immer richtig mit ganz viel Trash-Talk füttern. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ne, es ist zu viel Salz so. Ja, hier, you noob, you noobie noob. You fork, you spoon. Ne, ihr müsst richtigen Trash-Talken. Das ist immer das Wichtigste. Ja gut, bei Riven hätte ich es jetzt nicht machen müssen, weil... Ich meine, okay, ich habe auch nur irgendwie Quatsch getrieben, aber... also bei Riven, ja. Die hat ja selber jetzt nichts geschrieben. Aber sie spielt Riven. Kommt, Leute, kommt. Ich meine, sie spielt Riven. So, wir roamen jetzt Botlane. Wobei das nicht unbedingt notwendig ist, aber vielleicht kommt ja hier jemand und dann töten wir den, der kommt. Guck, da ist er schon. Der sieht das gar nicht.
Renn! Easy! Guck! Ich bin's... Ja! Was jetzt hier? Schreibt mal, gut Job, Ezreal! Ne, der wäre gestorben! Er ist aber auch Ezreal-Noob. Ezrab. Das Ab steht für Noob. Good job, Talon. Yeah, no problem. You did a great, great, you did a great, Rome to protect Ezreal. Yeah, no problem. That's, Alter, ich kann nicht schreiben, that's how I living the life in having living have. So, gut. Glaubt, ja, gut. So, was geht ihr ab? Ich bin da, weil ich Raume! Swango! Wow, dieser Talon, der ist einfach überall. Heftig. So, wir kaufen jetzt. Tiamat? Ja, komm. Nö, doch kein Geld. Dann nicht. Leute, meint ihr, das Game ist so, weil ich Mana Flow hab? Weiß ich nicht. Guck mal, Zed, wen würdet ihr lieber im Team haben? Ein 6-1 Talon, 5-5 Zed. Oh, ein Infernal Drake, den würde ich lieber haben. Gehen Sie bitte fort. Bitte gehen Sie fort. Oh, er hat keinen Klon mehr. Hat er nicht. Aber er hat eventuell noch die Ult. Wow. Naja, vielleicht doch nicht so wow. Ich bin nämlich der Jumper. Ich bin der Springer. Springer auf AZ. Frage ist... Ja, haha. Springer auf Z. Oh, shit. Nice try. Oh, der ist noch die Pflanze. Shit. Leute, ich brauche ihn. Shit. Leute, er darf... Hier, ich töte dich. Lol. LMAO. Ich glaube, er dachte, dass ich springe. Und dann bin ich nicht gesprungen. Er hat mich ja auch gar nicht gesehen, oder? Ich hatte Vision von ihm, aber er nicht von mir. Guck mal, jetzt schreibt der Ezreal nichts mehr. Richtiger Lappen. Da könnte ich jemanden töten vielleicht. Aber mir ist mein Leben wichtiger als da irgendwelche Knechts. Also ich hätte potenziell, könnte ich... Hilfe! Mama mia! Here I go again! Mama! Ich weiß nicht, Alter. Eigentlich würde ich lieber escapen, aber ich... Nee, ich muss hier... Ah! Töte den Udyr! Töte den Udyr! Okay, ich bin tot. Ja, das war too much, oh, Leute, Alter. So, Yomus ist down. Jetzt kaufen wir noch Tiamat. Ist bisschen spät, aber Tiamat macht auch Damage, Leute. Ja, shit, Leute. Ja, wir haben aber 1000 Türme bekommen, das ist okay, so wie er geschrieben wird. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gotti! Was für Drache kommt da? Leute! Guys, we need all Drakes now. The next Drake is Hubert the Burning. Ist das the Burning? Nee, was ist denn der nächste Drache? Hubert the Burning. One. Brrrap. No, we need push. We très bien. We need a dragon. Le dragon. Le baguette. Oui. So, was geht hier ab? So, wir machen eine kleine Trap, Leute. Die schöne Supporter-Trap, man kennt sie. Die schöne Supporter-Trap. War mein Kill, aber ich akzeptiere, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ist okay. Guten Tag, wer bist du? Guten Abend. Ja, Leute, wieso intet ihr? Leute! Ich mache halt gar keinen Schaden. Irgendwie ist hier aus Metall oder sowas? Aus Styro-Stahl? Styro-Stahl? Oh, not too bad! Lol, da ist der Läufer, Leute, der Läufer. Gettet ihn. Oh, okay, aber ist gut. Gut, ihr merkt guten Stein. Nap. Jungle Div? Ja, okay, XD. Supporter Div!
Swap. Swap, 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 Swap. Ist hier vielleicht der Red Buff da? Leute, Drache, wann kommt der denn? 1,30er. Hier, Red Buff. Cool. Zack. All Div. So. Ja, Tiamat, ich weiß nicht, ob wir ihn noch unbedingt brauchen, aber wie gesagt, der Proc an sich ist auch nicht too bad, Leute, ja. Man kann, also, das ist halt wie so ein zusätzlicher Auto-Tag, so, ne? Macht zwischen 53 und 159 Damage. Hä, warum nur so wenig? Oder ist das... Ne, das obere ist die Passive und unten ist die Aktivierung. Also bis 265, so wie meine AD halt ist. Wenn ich direkt vor ihm stehe, ist es ein Auto-Tag. Und selbst wenn ich ein bisschen weg bin, ist es halt ein Dreiviertel-Auto-Tag oder sowas. That's quite fine. Leute, Drache. Hubi is coming. Irgendwie ist mein Chat so quatschig hier. So, erstmal den Keck machen. Zack, und jetzt Tiamat. Bam. Oh, das ist eine Vayne. Die ist ja komplett verloren. Hat die irgendwas? 3,5. Sollte man nicht unterschätzen, aber ich werde sie getten. Ich mache jetzt den Getty-Spaghetti-Strahler. Guten Tag. Ha, habt ihr den Tiamat gesehen? Auch dafür ist er gut, Leute. Tiamat macht nämlich Invis-Damage. Brabidi, 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 boo. Talon from? 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 Stukoland. Zack. Jetzt will er bestimmt Duo-Mate mit mir werden, nachdem er mich geflamed hat. Lol, das ist so ein Set, aber ich habe keinen Aldi-Mate. Und keine Wände und nix. Ein bisschen aufpassen. Bluebuff hätte ich auch Bock. Wie viel CD haben wir? 37er. Das Set. Zack, Tiamat. Immer schön nach. Nein, 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 den smiled er eh. Ja. Ja, okay. So, jetzt haben wir Aldi-Mate. Da kommen wir die Supporter-Trap, Leute. Supporter-Trap, die zweite. Komm schon, komm. Ja, okay, sie hat Angst. Oder sie hat mich gesehen. Nee, sehen hat sie mich nicht. Wir warten noch ein bisschen. Einfach warten. Warten, warten, warten. Wartet man nicht aufs durchs Meer? So durchs Wattenmeer? Wattenmeer? Wattenmeer. Ja, Wattenmeer halt. Was ist hier, Leute? Schafft ihr das oder nicht? Da kommt Udyr, der Läufer, Lü Läufer, Lü Läufer, da ist Lülü. Gib mir doch die Ult. Hallo. Wieso werde ich gesehen? Hä? Hä? Tötet sie. Hallo. Hä? 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 Hä, wieso wurde ich gesehen? Ich war unsichtbar. How good are your eyes? Vielleicht haben sie ja Mega-Augen. Shinigami Rangaki-Augen oder sowas. Aus irgendeinem Anime. I don't have eyes. Ja, dann war es wohl Lulu. Ja, Manonete. Was kaufen wir hier? Ich bin Freund des Black Cleavers. Den machen wir jetzt auch. Hä? Also manchmal, das muss es sein, manchmal ist es so, dass ich durch so eine Ignitung wieder aufgedeckt wird. Nee, nicht durch eine Ignitung, durch irgendein... Irgendwie, ja, durch... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da können wir vielleicht Vayne wieder töten. Die kommt jetzt gleich hier hin und will da farmen. Du bist nicht Vayne! Dich töte ich jetzt aber. Kann ich den töten? Ich weiß nicht. Er ist Udyr. Ah! Sacramento! Ich habe ihn erst unterschätzt, aber ich habe dann... Hätte ich direkt gesehen, dass er aus Papier ist... Hätte ich ihn sofort gekillt. Und da ist die Vayne. Toll. Ich habe nicht gesehen, dass er ein Papier... Udyr ist. Ich habe keine Ultimate. Das ist ein bisschen gefährlich, though. Ein bisschen. Naja, okay. Vielleicht auch nicht. Und hier auch wieder Tiamat. Tiamat, Tiamat, Tiamat. Ja, Leute. Ich habe keine Ultimate. Möchte ich nochmal kurz highlighten, ne? Leute! Leute! Can we make the deal? Leute. Das war natürlich so, wir schrillen. Wir schrillen. Das war richtig dumm. And why? Go full tank, please. Immer dieses, was ist das hier? Wer braucht das und wer braucht das? Junge, beide Teams haben Champions, die Tank spielen können. Aber beide Teams entscheiden sich, full damage zu gehen. Der da ist... Ja, er geht jetzt ein bisschen. Bei ihm ist okay. Aber, ne? Hier, Udyr, der einzige Tank in dem Team. Full Damage. Weil, ich meine, das kann man machen, ja? Es ist
akzeptiert, aber... Ne? Full Damage. Da kommt jetzt noch mehr. Sterak wahrscheinlich. Ich meine, Sterak ist schon okay, aber... Oh, CDR, ich brauch CDR, ich brauch CDR. Hätte ich gerade früher Ultimate gehabt, dann hätte ich nicht gestorben worden waren, vielleicht. So. So, was ist hier los? Leute, stopp Feed. Aber immerhin haben sie nicht Baron gemacht, was auch okay ist. So, wie viel hat die noch? Die ist voll. Riven ist, glaube ich, so... Ja, Riven ist schwer zu töten. Sehr schwer zu töten. Was mit dem Läufer? Dem Läufer, komm, dem geben wir jetzt Runde 2. Runde... Oh. Stopp! 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 Danke. Ja, ist okay. Mann, diese dämliche, nervige Lullo. Ja, ich weiß nicht, Leute. Die haben immer noch den Läufer, ne? Das wisst ihr. Ich kann da reinspringen, deswegen warden wir mal hier. Leute, die haben den Läufer. Der kann smiten. Vor allem haben wir keinen Jungler. Was ist das für ein Baron? Le Baron, Le Baron, Le Baron. Okay, aber jetzt ist der Läufer tot. Aber wir haben immer noch keinen Jungler. Und ja, Leute, wie wär's mit Drachen nochmal? Nächste ist Wilbert. Ja, dann weiß ich nicht. Aber da, ja. Mein Udyr kann ja nicht springen. Er ist ja der Läufer. Er ist nicht der Springer. Aber Riven könnte den Take machen. Die springt, die kann springen, though. Deswegen wäre es gut, wenn ich... Oh, Leute, das geht in die Trousers. Leute! Oh, ich will es nicht mal... Ich werde mein... Ah, ich werde... Ich gehe da jetzt hoch und töte den einfach. Stopp! Okay. Ezreal, du hast ein Problem. Rein tötet, hätte Riven nicht töten können. Aber hast Glück. So, ja, Drache, Leute. Drachewache, scheiße, mir fehlen Hunderte. Hundi, Hund, ein Huni fehlt mir. Rüber zum Drachen. Bip, 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 bip. Swip. 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 So. Okay, was geht hier ab? Die Vayne ist auch einfach nicht da, ne? Mann, Udi ist so ein useless Champ. Habe ich euch aber im Patch Notes gesagt, Leute. Ist useless. Spielt kein Udi, habe ich euch gesagt. Ich meine, Udi ist einfach... Warum? Also, ja. Was, warum? Was kann Udi? Außer laufen. Kann er nichts. Außer laufen nichts gewesen. So, jetzt machen wir Black Cleaver fertig. Fertig, fertig, fertig. Quedic, fertig. Zack. Schön, schön. Schön, schön, schön. 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 Außer laufen nichts gewesen. Außer Spesen nichts im Besen. Shit. Leute, habe ich euch erlaubt zu inten? Ah, ne, ihr killt die Gegner. Ja, ne, ja, ich komme. Bin unterwegs. Ist Udi immer noch? Naja, jetzt ist er ein bisschen denky. Ein bisschen denky ist er jetzt. Ein bisschen. Bin unterwegs. Komm, bin gleich da. Bin about. Bin about. Ich bin about. Ich bin about. Nice. Ja, die als ob die. Diese Vayne, ne? Die ist genauso wie ein TFT-Nahkampf-Vayne einfach. Ja, akzeptieren wir. Ja, schön. Omoi, Simonai, Kurorai, Ultralon. Ultralon. Gott, das war's. Ich hoffe, es war Ramontisch für euch. Bis dann, Antenne. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns.